Hallo und herzlich willkommen bei Sonntags mit Lillis. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute wird es blumig und aber auch sehr locker. Wir werden heute zusammen Loose Watercolor Flowers, ich komme immer wieder durcheinander mit der Reihenfolge, zusammen malen. Und ja, ihr seht hier schon das fertige Ergebnis. Und wie ich zu diesem Ergebnis gekommen bin, auf den Weg nehme ich euch mit. Und ich freue mich schon total und bin schon sehr, 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 sehr gespannt, was ihr selber zaubern werdet, was ihr selber für Erfahrungen vielleicht auch schon gemacht habt. Und das ist ja nur ein kleiner Teil von dem, was man machen kann. Und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt auf eure Ergebnisse. Ich würde sagen, lange Rede, kurzer Sinn. Wir fangen direkt an und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Wir benötigen heute für unser Vorhaben gar nicht so viele Sachen. Wir brauchen Aquarellpapier oder ein Mixed-Media-Papier, das würde natürlich auch gehen. Wir brauchen Wasser, einen Pinsel. Ich habe mich hier für einen Verwaschpinsel entschieden, der Größe 0. Der hat nämlich die Eigenschaft, schön viel Flüssigkeit zu halten, also auch schön viel Farbe. Dann brauchen wir natürlich Aquarellfarben, die Farben eurer Wahl. Das müssen nicht immer die Farben sein, wie die Blume oder dieses florale Muster tatsächlich aussieht. Das kann auch gerne von der Farbharmonie etwas anders aussehen. Vielleicht habt ihr eine ganz tolle Farbkombi, die ihr dafür verwenden wollt. Und dann habe ich hier noch ein Tuch, um meinen Pinsel abzustreichen. Und ich würde sagen, wir legen auch direkt los. Und ihr könnt euch noch eine extra Mischpalette dazu nehmen. Ich werde hier, ihr seht schon, mein Kasten, der sieht noch relativ neu aus. Also ist er tatsächlich auch. Und ich werde hier meine Farben im Kasten noch zurechtmischen. Und ich habe hier auf der anderen Seite sind schon ein paar zurechtgemischt. Ich überlege auch schon die ganze Zeit, welche Blumen spezifisch. Das fertige Ergebnis habt ihr ja schon gesehen. Ich denke, es wird so eine Art vielleicht rosiges und vielleicht auch in die Richtung Mohnblume gehen. Ja, ich denke, das werden wir so machen. Also für die Rose, da überlege ich die ganze Zeit, nehme ich was Rosanes? Ich glaube, da nehme ich was in die Richtung Rosa geht. Also ihr könnt hier ruhig großzügig mit Farbe und vor allen Dingen auch mit Wasser sein. Ja, und wie gesagt, wenn ihr einen Verwaschpinsel benutzen solltet, ihr könnt natürlich auch einen ganz normalen Rundpinsel benutzen. Aber wie gesagt, der Verwaschpinsel hat die Eigenschaft, dass ihr hier wirklich viel Flüssigkeit aufnehmen könnt. Da muss man dann zum Beispiel auch ein bisschen vorsichtig sein. Ihr seht es jetzt schon, er ist voller Flüssigkeit. Ja, also ihr seht es hier wirklich toll. Und ich will ja auch gar nicht so viele Blumen machen. Ja. So, wir fangen ja mal an. Ich setze hier mal in der Mitte. Ich werde hier oben so einen kleinen halben Kranz in dieser Ecke machen. So, das sieht jetzt hier so ganz grob aus, aber Details werde ich tatsächlich dann gleich mit einer dunkleren Schicht noch machen. Ich möchte jetzt hier noch ein paar kleinere Exemplare. Und ihr könnt hier wirklich mit dem Druck vom Pinsel arbeiten, also mit der ganzen Breite. Ausziehen, wenn es euch zu viel ist. Dann machen wir den mal komplett sauber. Jetzt bin ich noch ein bisschen rot. Bei mir ist das jetzt hier das Krabblatt. Vorher habe ich Magenta benutzt. Aquarellpapier hat natürlich die Eigenschaft, dass es nicht schnell oder nicht allzu schnell trocknet. Da kann man jetzt hier ein paar Farben andeuten, ein paar dunklere. Man kann
kann natürlich auch sein, dass an manchen Ecken schon getrocknet ist, was auch nicht schlimm ist. Das Loose Watercolor sagt das ja auch schon aus, ne? Wir können hier aber nachher, wenn es getrocknet ist, tatsächlich noch ein paar Details setzen. Die Ränder nicht gefallen, dann könnt ihr die auch noch ein bisschen abziehen. Das noch mal ein bisschen anfeuchten. Auch schon direkt mit dem Grün ran. Ich werde hier das Chromoxid dunkel, nicht dunkel, Chromoxid stumpf und da kommt jetzt noch ein bisschen Blau mit rein, Indigo. So ein richtig schönes dunkles Grün wird. Ich verdünne das aber noch mit Wasser, weil ich möchte die Blätter gar nicht so dunkel haben. Und dann können wir auch hier und wenn ihr hier rankommt, nutzt das. Ich hatte heute einfach mal Lust auf was Blumiges. Bei dem Wetter kann man da ja nur Lust drauf kriegen. Jetzt einfach direkt aus dem Kasten noch so ein bisschen vom Indigo genommen und einfach so ein paar kleine Farbakzente noch zu setzen. So, bei den Blüten warte ich jetzt tatsächlich noch, bis sie getrocknet sind und dann setze ich da tatsächlich noch ein paar kleine Details rein. Aber in der Zeit schauen wir doch einfach mal, ob wir vielleicht noch irgendwie sowas in der Art Mohnblume. Das täte mir ja auch noch gefallen. Ja, das probieren wir jetzt mal. So, Mohnblumen. Ja, dann nehmen wir auf jeden Fall Rot. Bleiben wir hier beim Krabblack. Und gehe dann nochmal hier ins Echtrot. Thank you.
Und da nehme ich mir jetzt noch einen zweiten Pinsel zur Hand, weil ich gleich noch einen sauberen Pinsel für einen Wasserverlauf haben möchte, ne? Um das alles noch so ein bisschen verwaschener vielleicht zu machen. Aber hier setzen wir ganz auch. Ihr könnt immer noch ein Tuch zum Tupfen, ne? Falls euch das zu viel Wasser ist. Könnt ihr immer ein Tuch zum Tupfen dabei haben. Auch hier gehe ich tatsächlich gleich nochmal mit einer zweiten Schicht, sage ich jetzt mal, ran, um das einfach noch ein bisschen hervorzuheben. So, die Blüte hier oben ist trocken. Gehe ich jetzt direkt ans Magenta, weil es ist ja eh. Ja. Und da setze ich jetzt tatsächlich nur ganz kleine Details. Vielleicht hier zum Blütenrand. Und dann war es das auch schon. Ganz loose. Und ganz, ganz simpel, theoretisch. Also man muss sich auch nur trauen. So, hier beim Rot wollen wir ein bisschen dunkler werden. Um Rot ein bisschen anzudunkeln, nutzt entweder Neutraltinte, ja. Oder je nachdem, in welche Richtung ihr wollt. Wollt ihr es ein bisschen ins Bläuliche, dann macht es blau rein. Wollt ihr das Rot aber an und für sich ein bisschen dunkler haben, dann mache ich immer einen Ticken Braun mit rein. Das finde ich immer, sieht noch am schönsten mit aus. Und zwar nehme ich hier Umbra Natur. Ja, dann wird es nämlich so ein bräunliches Rot. Dann auch noch für weitere Details, weil ich finde Schwarz immer ein bisschen zu markant.
Das ist tatsächlich jetzt wirklich ein bisschen abstrakt, aber gerade das kann ja auch total schön sein, ne? Also, ich finde, es hat was. Das lasse ich jetzt aber noch trocknen. Dunkle Stellen setze ich noch rein. Das ist mir gerade zu sehr verlaufen, da war zu viel Wasser im Spiel. Das lassen wir jetzt kurz trocknen. So, ganz trocken ist es noch nicht. Aber das stört jetzt nicht, weil ich gehe hier tatsächlich nur noch an die Stiele ran und dann möchte ich nur noch ein paar Sprenkel. Das hier oben lasse ich so. Trockenränder, mich persönlich stört es gar nicht. Kann man aber auch nochmal mit ein bisschen Wasser lösen, wenn man das dann möchte und sich traut. Hier sind die Trockenränder jetzt tatsächlich auch gewollt. Und hier will ich, wie gesagt, noch mit ein bisschen Sprenkel rangehen, um das einfach noch ein bisschen aufzulockern und noch mit ein bisschen Grün für die Stiele. Das ist mir noch ein bisschen zu dunkel hier unten. Da soll noch ein bisschen Farbe mit rein. Da nehme ich noch was vom Chromoxid. Das hier oben, das decken wir mal ab, wollte ich gerade sagen. Jetzt habe ich gar nichts zum Abdecken. Egal. Ich halte jetzt einfach bloß mal meine Hand vor. So. Das soll ja auch gar nicht viel sein. Und auch gar nicht dunkel. So. Das hier, das mache ich gleich mal sauber. Und dann schmiere ich mir nämlich noch alles voll hier. Wir sind fertig. Und ich muss sagen, Loose Watercolor Florals oder Floral Loose Watercolor, wie rum man es auch sagen möchte, Watercolor Flowers, sage ich jetzt einfach mal, ohne ein Loose, können wirklich abstrakt dargestellt werden. Oder natürlich auch recht ordentlich, aber trotzdem mit einer gewissen Leichtigkeit. Also ich finde, man muss locker sein dafür. Und ach, manchmal stelle ich mich selber, habe ich selber so einen Knoten im Kopf. Da stelle ich mich selber manchmal an und dann gefällt es mir überhaupt nicht. Aber das Ergebnis hier heute gefällt mir richtig gut. Dann haben wir hier unten die Poppies, die Mohnblumen und hier unten, hier oben in der Ecke ein Rosenzweig. Ja. Wie ich die jetzt verwende, weiß ich noch nicht. Vielleicht bleiben sie einfach auch auf dem Blatt Papier und dann werde ich einfach mal sehen. Ansonsten hoffe ich, dass ich euch ein bisschen inspirieren konnte, dass ich euch was mit auf den Weg geben konnte. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Watercolor Flowers zaubern. Und ja, wollt ihr mehr Inspiration, dann lasst mir ein Abo hier oder folgt mir auch auf Instagram, schaltet hier das Glöckchen ein und bei Instagram kann man, glaube ich, auch ein Glöckchen einschalten, weiß ich jetzt gar nicht. Teilt eure Ergebnisse gerne mit Sonntags mit Lillis und markiert mich auch gerne Lillis Berlin, lillis.berlin. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen ganz zauberhaften Tag, egal wann ihr dieses Video anschaut. Und wir sehen uns im Juni erst wieder, beziehungsweise nächsten Monat. Habt's fein. Tschüss.